scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Also, unser nächster Impulsgeber ist, ich bin so glücklich, soll ich euch was sagen? Ich bin so glücklich, dass wir diese Impulse von Jean-Marie Bottequin alle aufgezeichnet haben. Die haben so eine Tiefe und sind so gehaltvoll, dass es ich sauge das auf in meine Zellen. Und das nochmal anzuschauen, ist mir jedes Mal eine Freude, denn er ist ein Kommunikationstrainer, er ist ein Menschenfreund, er ist ein geübter Menschenleser. Und es gibt hier eine Persönlichkeit, die wirklich ihr vollstes Potenzial lebt. Also wenn wir einen Menschen anschauen, der in der Freude ist, in der Liebe ist, im Herzen ist, andere Menschen begleitet, auch dahin zu kommen, dann ist es Jean-Marie Bottequin. Also ich freue mich riesig auf diesen Vortrag. Was ist Mut? Angst ist eine Lüge des Emotionalkörpers. Und wie können wir damit umgehen? Also es gibt immer wundervolle Tipps. Also seid wirklich aufmerksam mit euren Ohren und lauscht auf die 6 Fragen, weil Mut die Grundlage ist für Erfolg. Und das MBSR-Programm ist ein Weg. Bühne frei und das Mikrofon gehört dir. Dankeschön, liebe Martina. Liebe Teilnehmer, ist es euch schon aufgefallen, das Thema Angst ist in aller Munde, aber man spricht nicht darüber. Doch die Frage nach Mut wird lauter. Erstmal eine gute Nachricht für euch alle. Angst ist eine Lüge des Emotionalkörpers. Es gibt so viele Arten von und Formen von Ängsten und Phobien. Ich werde sie nicht alle aufzählen, weil ich habe nur 7 Minuten und als Speaker. Und unser Emotionalkörper spiegelt uns vor, dass wir uns aus der Ganzheit abspalten müssen, dass wir uns von anderen Menschen trennen müssen, um die personale Macht zu entwickeln, zu überleben. Das schafft Angst. In diesem Zustand des eingebildeten Überlebenskampfes können wir nie den inneren Frieden finden, der notwendig ist, um die Einheit in uns und außerhalb von uns zu verwirklichen. Angst ist lediglich eine Prägung, die durch unsere Trennung der göttlichen Kraft entstand. Und diese Trennungsangst wird durch die Geburt und durch viele nachfolgende ähnliche Abspaltungssituationen weiter verstärkt. Wir suchen nach unserer Herauslösung aus der Einheit, eine eigene Neuidentität. In dieser Suche ist aber bereits die Lüge des Versprechens enthalten, dass die Suche auf diese Weise je erfolgreich sein könnte. Der Emotionalkörper kreiert die Vorstellung, dass wir außen etwas realisieren könnten, was in Wirklichkeit nur innen zu finden ist. Der Emotionalkörper fabriziert diese Lüge, um seine eigene Positionalität nicht aufgeben zu müssen. Denn die Ganzheit in sich und in anderen zu erkennen, heißt, die Verhaftungen des Emotionalkörpers zu lösen, das Ego aufzugeben. Positiv gesehen ist Angst dennoch ein wichtiger Melder. Es ist die Fähigkeit, Gefahren im Voraus zu sehen und nicht Unfähigkeit, sich schwierige Situationen zu stellen. Angst als Feigheit ist die falsche Perspektive, sondern Angst ist die Fähigkeit, als bedrohlich empfundene Situationen und Objekten auszuweichen. Für ein Risikomanagement äußerst nützlich. Und gerade dazu brauchen wir Mut, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Mut ist die Grundlage für Erfolg. Auf einem Plakat in der U-Bahn las ich mal, Mut ist bequem, Mut schaut hin, Mut hört zu, Mut fragt nach, Mut deckt auf, Mut ist unabhängig, Mut verändert, Mut ist solidarisch, Mut bewegt,
Mut sieht mehr. Mut hat viele Seiten und Mut entscheidet, wie Martina schon sagte. Meine Mutter war hochschwanger und ging in den frühen April-Morgenstunden zu Fuß zur Klinik. Es war Krieg und es herrschte Ausgangssperre. Gegenüber dem Krankenhaus war ein deutscher Wachposten und er rief, halt, stehen bleiben! Die Wehen meiner Mutter hatten schon längst angefangen und meine Mutter hatte den Mut, weiterzugehen und zeigte auf ihren Bauch. Der Wachsoldat schoss. Meine Mutter stürzte. Waren es nur Warnschüsse oder schoss er daneben? Die Nonnen aus der Klinik kamen herbeigeeilt und ich wurde buchstäblich auf der Straße von Gent in Flandern geboren. Was bedeutet Mut für dich? Nur eine Buchstabe macht den Unterschied zwischen Mut und Wut. Es ist die gleiche starke Energie, anders gerichtet, mit anderen Glaubenssätzen. Wut ist perspektivlos und negativ. Weil, warum ist jemand wirklich wütend? Meistens ist Wut ein Spiegel auf sich selbst gerichtet. Mut dagegen ist persönliche Tapferkeit bei Gefahr. Mutig sein bedeutet, das zu tun, was richtig ist, auch wenn es schwierig oder furchterregend ist. Mutig sein heißt, weiterzumachen, auch wenn man lieber aufgeben möchte. Manchmal bedeutet Mut, einer Gefahr ins Auge zu schauen und standhaft zu bleiben. Damit ist nicht gemeint, unnötige Dinge zu wagen, bloß um nur als mutig zu gelten. Liebe kann uns Mut geben. Sie gibt uns Kraft und hilft uns, das Richtige zu tun, ohne uns von Ängsten abhalten zu lassen. Mut beseitigt Hindernissen auf dem Weg zum Erfolg und er gibt uns den Willensmut, uns niemals von unseren Zielen abbringen zu lassen. Ich war fast 18 Jahre alt und mein Vater schmiss mich aus der elterlichen Wohnung, weil ich meine Kommilitonin, die nebenan wohnte, heiraten wollte. Ich bekam eine Sondergenehmigung zum belgischen Königs, weil man in meiner Heimat damals nur mit 21 volljährig war. Mut bedeutet, dass du bereit bist, Risiken einzugehen und Chancen zu ergreifen. Mut bedeutet auch, dass du innerlich stark genug bist, um dich gegenüber anderen Menschen zu behaupten. Wie Martina schon sagte, treffe Entscheidungen und setze sie auch um. Sage viel Nein, wenn es nötig ist. Sage Ja, wenn es angebracht ist. Und du musst nicht immer stark sein, um Mut zu haben. Habe bitte Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst. Wisse, was du kannst und was du nicht kannst. Mutiges Selbstvertrauen bedeutet letztlich auch, dass du akzeptierst, wer du bist und was du hier innerlich hast. Ohne Mut täten wir alle nur, was leicht geht. Keiner würde etwas Neues oder vielleicht sogar Schwieriges ausprobieren. Jeder würde nur das Gleiche machen wie alle anderen, nur um ja nicht richtig nicht aufzufallen, wenn man weiß, dass es falsch ist. Selbst wenn man weiß, dass es falsch ist. Die Angst würde regieren. Die Menschen würden dann alles vermeiden, was schwierig ist und wofür sie sich fürchten. Wir würden wie Roboter automatisch herumvegetieren. Als Impulsgeber können wir dir helfen. Zum Beispiel, wenn du vor großes Publikum reden solltest, wenn alle deine Freunde wollen, dass du etwas ausprobierst, von dem du weißt, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn du siehst, wie ein Mensch einen anderen einzeln ärgert und ihm seelisch verletzt. Wenn dir etwas passiert, was dir leid tut, dass du zum Beispiel ein Lieblingsprojekt von jemandem zerbrichst. Wenn du vor irgendetwas Angst hast. Welche Art von Hilfe du brauchen würdest, da können wir Impulsgeber dir sehr gerne unterstützen. Dafür sind wir da. Gratuliere, du bist mutig. Du tust, was du für richtig hältst, auch wenn es schwierig oder furchterregend ist.
Du siehst deine Fehler und du gestehst sie ein. Du lernst daraus und du gibst nicht auf. Du bist bereit für Neues. Du spürst deine Angst. Du nennst sie beim Namen. Du erkennst, was dich ängstlich macht. Du bittest das Universum um Hilfe. Auch andere Menschen fragst du, wenn du sie benötigst. Du spürst Mut in deinem Herzen, selbst wenn die anderen dich verspotten. Du lässt dich nicht von deinen Vorhaben abhalten, selbst wenn du noch Angst hättest. Vielleicht willst du dich beruflich verändern. Du hast aber Angst davor, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Oder es geht um eine persönliche Beziehung. Du traust dich nicht, dem anderen deine Gefühle zu offenbaren. Du bist mutig, wenn du die Bereitschaft aufnimmst, Verantwortung für dich und deine Handeln zu übernehmen. Das bedeutet, du hast Mut zu Entscheidungen. Es müssen nicht immer die richtigen sein. Nein, du sammelst dadurch Erfahrungen, auch wenn du dann einen anderen Weg gehst. In 1967 bekam ich in Flandern Besuch einer prominenten Filmdame, eine schwedische Frau aus München. Sie interviewte und fotografierte mich, wie ich mit meinem Babylöwen in meinem zweistöckigen Haus zusammenlebte. Nach einigen Tagen sagte sie einen schlimmen Satz zu mir. Jean-Marie, was machst du hier in Kent? Komm ich doch besuchen in München. Das tat ich auch nach ein paar Monaten und erlebte eine für mich unbekannte Großstadt. Ich hatte den Mut, mich sofort zu entschließen, nach Deutschland auszuwandern. Gegen den Willen meiner Freunde, meiner Familie. Nach Deutschland. Einige Wochen später begann schon eine fabelhafte, neue, frische Karriere. Übernimm du die Verantwortung für dein Leben. Baue negative Gedankenmuster ab und entwickle und übe positive Denkweisen. Wende Visualisierungstechniken an und stelle dich selbst in einer mutigen Situation vor. Verwende ermutigende Affirmationen, um Vertrauen in dich selbst aufzubauen. Spreche mit anderen Menschen über ihre Ängste und finde Unterstützung. Sprich mit uns. Wir sind deine Impulsgeber. In 2001 beschloss ich, nach Florida auszuwandern. Mein Flug war just am 9/11. Ich hatte den Mut, ein paar Tage später trotzdem zu fliegen. Alles war anders, ein anderes Amerika. Ich war nicht mehr willkommen. Und ich hatte mein Loft in München schon weitervermietet. Trotzdem hatte ich den Mut, nach anfangenden Erfolg in West Palm Beach, nach kurzer Zeit nach München zurückzukehren und baute mein Fotostudio wieder neu auf. Versuch du auch weiter. Du brauchst noch mehr Übung. Ja, wenn du aus Angst vor Misserfolge von neuen druckst, nicht erkennst, dass du empfindest, so tust, als hättest du keine Angst, dich fürchtest, deine Fehler zuzugeben. Du tust, was alle anderen tun, auch wenn du weißt, dass es nicht richtig ist. Das Leichtere dem Richtigen vorziehst. Du glaubst, du könntest alles allein und nicht andere oder den Schöpfer um Hilfe und Kraft bittest, wenn du sie brauchst. Ich habe für dich viele Tipps. Frage mich nach meinem PDF mit viele, viele Seiten, mit richtigen Übungen, damit du jetzt in deine Mitte kommst, in deiner Transformation. Ich wünsche dir alles Gute, Jean-Marie Bodka, Lebenskonzeptcoach, Mentor. Einen wunderschönen guten Abend und viel Mut wünsche ich dir. Vielen Dank.